Denn Leute, in Syrien und im Jemen herrscht noch immer Krieg. Es sind weltweit Millionen von Menschen auf der Flucht. Und auch zwischen Israel und dem Gazastreifen wird derzeit wieder scharf geschossen. Teil dieser Konflikte sind nicht selten Waffen von deutschen Herstellern. Der Bundestag hat jetzt über die Kontrolle von deutschen Rüstungsexporten diskutiert. Und wir sagen euch wie immer, was da so abgeht. In dieser Debatte geht es jedes Mal um die Frage dessen, was das Rüstungsgüter und Rüstungsexport nicht den gleichen Regeln unterliegen wie der Herstellung und der Vertrieb von Brezeln. Klar, Waffen töten Menschen und Brezeln meistens nicht. Deshalb verfolgt die Bundesregierung nach eigener Aussage eine zurückhaltende und verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik. In der Realität setzt sie das aber nicht wirklich um, sagt zumindest die Linke. Wer einen Waffenexportantrag bei Ihnen einreicht, der bekommt ihn auch genehmigt. 2018 wurden von über 11.000 Genehmigungen lediglich 88 abgelehnt. Und dieses Jahr, in 10 Monaten, haben Sie von fast 10.000 Anträgen gerade mal 56 abgelehnt. Das sind 0,56%. Das ist doch nicht zurückhaltend. Das ist keine Genehmigungspraxis. Das ist nur noch eine Durchwinkelpraxis, was die Bundesregierung hier macht. Diese Durchwinkelpraxis ist alles andere als zurückhaltend, alles andere als verantwortungsbewusst. Es ist nur ein Bombengeschäft für die Rüstungsschmieden. Schämen Sie sich einfach. Das sind harte Worte. Ist Deutschland also quasi ein Selbstbedienungsladen für Panzer und Granaten? Die Union hält das für Quatsch und sieht die Lage komplett anders. Wir haben in Deutschland seitens der Bundesregierung eine restriktive und verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik. Über die Erteilung von Genehmigungen für Rüstungsexporte entscheidet die Bundesregierung im Einzelfall und im Lichte der jeweiligen Situation nach sorgfältiger Prüfung unter Einbeziehung außen- und sicherheitspolitischer Erwägungen. Es ist eben nicht so, dass man hier zu Rheinmetall oder sonst wie in den Supermarkt gehen kann, kann sagen, ich suche mir jetzt mal raus, was ich hier brauche und nehme das mit, sondern das ist eindeutig geregelt und international geregelt innerhalb der EU und darüber hinaus auch weltweit. Fakt ist, Deutschland verdient mit Waffengeschäften eine Menge Kohle. Allein in diesem Jahr hat die Bundesregierung nach eigenen Angaben Rüstungsexporte im Wert von ca. 7,4 Milliarden Euro genehmigt. Darunter war auch ein Deal mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, die ja gemeinsam mit Saudi-Arabien im Jemenkrieg gekämpft haben. Kritik gab es in der Debatte auch am sogenannten Aachener Vertrag. Den hat die Bundesregierung Anfang des Jahres mit Frankreich abgeschlossen, um die Zusammenarbeit der beiden Länder zu stärken. Jetzt versuchen Sie auch noch, über den Aachener Vertrag, über ein deutsch-französisches Abkommen, entsprechende Vereinbarungen zu treffen, um die eigenen Rüstungsexportrichtlinien über Gemeinschaftsprojekte mit Frankreich und anderen EU-Ländern auch noch zu umgehen, damit weiter Waffen geliefert werden können, wie beispielsweise an die islamistische Kopfabdiktatur Saudi-Arabien über Frankreich und damit das deutsche Waffenembargo umgangen wird. Und ich finde, auch das ist skandalös. Ihren Betrug werden wir immer wieder hier entlarven. Die Bundesregierung hat Frankreich nach Abschluss des Vertrages in einem Zusatzabkommen erlaubt, von Deutschland gekaufte Waffen an Drittstaaten weiterzuverkaufen. Unter anderem an Saudi-Arabien, die ja noch immer in den Jemenkrieg involviert sind. Kritik gab es dafür nicht nur von den Linken, sondern auch von den Grünen. Wie soll sich denn die zuständige Genehmigungsbehörde künftig verhalten, wenn klar ist, dass die nach Frankreich zu liefernden Bauteile anschließend in Saudi-Arabien landen und das nach den gesetzlichen Genehmigungsvorschriften des Kriegswaffenkontrollgesetzes eigentlich nicht genehmigt werden dürfte? Soll sich die Behörde künftig anders verhalten, wenn die Bauteile über Frankreich geliefert werden, als wenn sie über Spanien oder Italien laufen? Soll die Behörde etwa entgegen Recht und Gesetz genehmigen? Ich fordere Sie auf, unmissverständlich klarzustellen, dass die Grundsätze der Bundesregierung auch im Verhältnis zu Frankreich weiter gelten. Die FDP stört sich vor allem an der Art der Diskussion. Im Zuge der Debatte wurden 7 verschiedene Anträge eingereicht. Für die Liberalen viel zu viel Kleinkram, viel zu ineffektiv. Aber die Diversität dieses Antragspotpourris, den wir heute haben, der offenbart uns doch dieses ganze Dilemma, was wir hier haben. Deutschland hat überhaupt keine klare Linie bei der Exportkontrolle. Die Freien Demokraten setzen sich für einen klaren Kompass für Rüstungsexporte ein, statt für unzureichende Einzellösungen, wie wir sie heute hier wieder erleben und wie wir sie aktuell praktizieren. Die AfD hingegen macht sich Sorgen um die Rüstungsindustrie. Sie würde lieber mehr Waffen exportieren, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Ich erzähle Ihnen gern die Chronologie des Grauens der linksgrünen Energievernichtung. Erst wurde eine einstmals führende deutsche Energieversorgung kaputt gemacht, Stichwort Energiewende. Weiterhin dann das Bildungssystem auch noch mit prophylaktisch an die Wand gefahren, damit unser rohstoffarmes Land auch gar nichts mehr erfinden kann. Und nach der Automobilindustrie ist jetzt
die Rüstungsindustrie dran. Ein weiterer Baustein deutscher Hochtechnologie wird auf dem Altar eurer Ideologie geopfert. Es ist die Aufgabe der AfD, die Sicherheit Deutschlands und seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhalten. Unsere Rüstungsindustrie ist ein untrennbarer Bestandteil davon. Die wirtschaftliche Komponente hat auch die Union im Blick. Für sie muss aber am Ende das Gesamtpaket stimmen. Zum einen stellen Kooperationen mit wichtigen strategischen Partnern einen elementaren Bestandteil unserer Außen- und Sicherheitspolitik dar. Und zum anderen, meine Damen und Herren, sind sie ein legitimes politisches Instrument und liegen durchaus auch in unserem wirtschaftlichen Interesse. Wenn ein Land einen Beitrag zu unserer Sicherheit sowie der Sicherheit unserer NATO-Partner leisten kann, dann ist der Rüstungsexport durchaus gerechtfertigt und legitim. Der Koalitionspartner SPD betont noch entschiedener, dass am Ende nicht die Kohle ausschlaggebend sein darf. Rüstungsexport gehört nicht, und das sage ich ganz deutlich, in den Bereich des Ministeriums für Wirtschaft. Das Thema bleibt also umstritten. Dass der Handel mit Panzern und Sturmgewehren nicht wie ein Brezelverkauf funktionieren kann, das ist allen Parteien klar. Wie diese Geschäfte am Ende aber aussehen sollen, da herrschen im Bundestag noch fette Meinungsverschiedenheiten. Was meint ihr so? Sollen wir mehr oder weniger Waffen exportieren? Oder ist der Handel mit Waffen für euch vielleicht ein generelles No-Go? Oder stehen für uns am Ende unsere wirtschaftlichen Interessen doch an erster Stelle? Schreibt's in die Kommentare. Unsere Lieblingswaffe bleibt der Abo-Button, direkt hier losfeuern. Hier findet ihr unser Video zu Hartz IV und Menschenwürde. Und hier hat das Y-Kollektiv getestet, wie schnell man in Deutschland an illegale Waffen kommt.